Hallihallöchen, zurück bei Let's Play City Skylines Pro City machen wir. Und ihr seht hier gerade Megalopolis? Halt's Maul. Neue Gebiete freigeschaltet, Monumente freigeschaltet. Ah, ich hatte nämlich privat was machen wollen. Und zwar habe ich privat keine Lust mehr gehabt, alles strikte frei, also hart arbeiten zu müssen und wollte gerne mal alle freischalten und so. Und ich habe vergessen, den Mod wegzumachen. Aber ich finde auch mal, ich finde es auch nicht schlecht, wenn wir es hier jetzt in der Speicherung haben. Jetzt haben wir halt, gut, der Fehler, der ist neu, dass irgendein Mod, den ich noch nicht gelöst bekommen habe. Und wir sind hier in Pro City. Und jetzt, wie gesagt, jetzt sind halt alle Distrikte frei zu kaufen. Also es sind mehrere hier noch, nur man kann nur drumherum einkaufen, um die Stadt, die wir aktuell haben. Es ist jetzt schon ein paar Tage her, dass ich eine Aufnahme gemacht habe. Ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden. Und dann schauen wir mal, was wir da noch so zu machen haben. Ah, wir hatten ja hier so ein bisschen dieses, es leckt gerade ein bisschen, dieses blöde Problem mit den, nicht genügend Käufer für Produkte. Das heißt, Gewerbegebiet fehlt uns eigentlich dafür. Ja, und natürlich, wie angekündigt, über Twitter, Facebook und Google Plus, falls noch jemand das nicht kennt, da Twitter war ich am meisten, da geht es halt am schnellsten über Handy oder so, wenn ich irgendwie schnell was mitteilen möchte, ansonsten halt über die Social Networks mal, da habe ich auch schon gepostet. Es gibt ja jetzt Tunnels und das zeige ich euch jetzt mal. Ist richtig nice. Ich habe das schon so durchgerockt, irgendwie in meiner privaten Speicherung, um es anzutesten. Hier natürlich ist es sinnlos, weil man könnte natürlich jetzt, man könnte natürlich was Geiles jetzt machen, man könnte, das ist auch meine Idee für hier, man kann jetzt hier runterbauen, den Tunnel hier drunter, dann fährt das, hoffentlich klappt das, hier raus das Auto, die Straße, hier wieder rein, hier wieder durch, hier wieder rein und könnte rein durch diese Autobahn hier komplett einmal unten durch langfahren, bis man wieder hier ankommt. Ich meine, wir haben jetzt hier eine Autobahn, aber es wäre trotzdem eine richtig nice Geschichte. So, und die Idee war ja, hier jetzt so kleine Dörfchen hinzubauen. Hoffen wir ja, dass der Plan aufgeht, dass wir so ein bisschen geilen Stadtlook kriegen. Und hier in der Allianz Arena auf dem Parkplatz wird schon geklaut. Das ist ja schon mal sehr interessant. Dass man auf dem Parkplatz klauen will, wusste ich nicht. Machen wir mal da so ein Polizeirevier hin. Oh. Okay. Sehr effektiv. Ja, und natürlich gibt es wieder einige Mods, die ich hier dazu geholt habe. Ich muss jetzt mal ein bisschen durchschnuppern. Ehrlich gesagt, weiß jetzt nicht mehr, wo alle sind. Aber es gibt wieder einige coole Sachen, die wir bauen wollen. Oh, Müllproblem bei der Freiheitsstatue. Das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Muss ich so ein Müllding zur Freiheitsstatue bauen? Ist ja lächerlich. Ach, jetzt hat es ein... Na, wohl Stromproblem geht vielleicht sogar. Ja, das ist schon mal was. Strom läuft eh gut. Wasser, oh, das wird langsam Mangelware. Oh, wir müssen mal was machen hier, was die Schulen angeht. Bauen wir mal eine Grundschule, würde ich sagen. Ich bräuchte immer wieder ein paar neue Gebäude. Die sehen alle so gleich aus. Wir sehen nämlich hier in unserem Stadtviertel New York, sind die Straßen alle nicht grün. Das heißt, hier gibt es überhaupt keine Grundschulenmöglichkeiten. Deswegen machen wir mal hier so eine Grundschule hin, ja genau. Dass wir so ein bisschen mal was haben. So. Reicht vielleicht noch nicht ganz, aber ist okay. Ein paar Deppen brauchen wir ja. Oh, hier könnte man vielleicht, obwohl... da müssen wir aufpassen. Weil wir brauchen ja für Gewerbe ein paar nicht so, so stark ausgebildete Leute. Das jetzt mal dahin. So, und jetzt versuchen wir das mal mit dem Tunnel bauen. Ich überlege jetzt so gerade, wie wir das machen. Ehrlich gesagt. Wo könnte ich da rauskommen? Wenn ich den Plan aufgehen lassen will. Ich weiß nicht, ob das schon geht hier.
Also wie ihr seht, jetzt habe ich den Pfeil nach unten gedrückt, wie man das ja mit Brückenbau kennt. Und ihr seht, jetzt ist hier grün. Und ich kann nicht, wo eine U-Bahn ist, drunter bauen. Das ist ein Problem, weil hier fährt die U-Bahn lang. Das heißt, das Thema hat sich ja schon fast wieder erledigt. Ja, oder? Obwohl, ich kann noch tiefer, glaube ich. Warte mal kurz. Mal kurz testen. Noch tiefer? Ja, wenn ich noch tiefer gehe, dann bin ich drunter. Unter der U-Bahn. Also es geht schon. Da haben sie mit dran gedacht. So. Jo, das ist natürlich jetzt, wollte ich unbedingt zeigen, aber weiß gar nicht, wo ich das jetzt machen soll, weil eigentlich brauche ich es gerade gar nicht. Zumindest habe ich so blöd gebaut, dass ich nicht weiß, wohin jetzt damit. Versuchen wir es mal. Nehmen wir doch mal das hier. Ah, so wie es nicht funktioniert. Dann nehmen wir mal das hier. Und mal gucken, ob das geht. Nee, dann beschwert er sich. Aber wir sind es trotzdem. Machen wir so. Und dann jetzt nach unten. Dann geht's. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, dass wir auch irgendwie... Hä? Das war ja mal nett. Zu steil, denke ich. Jetzt kann ich hier so drehen. Jetzt ist es unten, wie ihr seht. Jetzt muss ich mal gucken, weil hier wäre jetzt Zusammenstoß. Deswegen muss ich jetzt noch ein Stück runter. Dann, ja, dann geht's. Ich probiere es einfach mal jetzt just for fun. Mal gucken, was dabei passiert. Ob wir überhaupt hier rauskommen können. Gucken wir mal. Ja, da ist jetzt ein Tunnelding. Oh, das sieht aber schlecht aus. Das liegt jetzt aber an der Map. Eigentlich soll jetzt ein schöner Ein- und Ausgang sein. Eben ein Eingang. Ist das Gefälle zu steil? So. Und hier werde ich natürlich wahrscheinlich Probleme kriegen. Das ist ja jetzt schon sicher. Ich will es trotzdem mal. Ob wir da irgendwie reinkommen können. Ja. Ich muss nur überlegen, wie der U-Bahn. Ja. Funktioniert. Da kommen wir hier durch. Ob wir jetzt hier auch rauskommen können. Das ist wieder Höhe das Problem. Sieht jetzt nicht mehr so schön aus, aber ich finde es trotzdem irgendwie nice, ehrlich gesagt. Okay, das ist ein bisschen irgendwie zu hoch. Ja. Jetzt geht's plötzlich wieder. Ja, irgendwie will ich, dass der Tunnel irgendwie ordentlich aussieht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie. Ah ja. Irgendwie kann das mal unten bleiben? Oh, hoppala. Es sieht irgendwie so schief und schräg aus. So, jetzt. Ah, jetzt leckt's. Ich habe schon so viele Mods installiert. Irgendwann macht auch mein Rechner Ende im Gelände. So. Und jetzt haben wir das U-Bahn-Problem. Ich mache das einfach mal nur so, um euch das zu zeigen. Ich finde es echt ganz nett. So eine Mega-Straße einmal. Wir werden dann auch anknüpfen, dass sie überall raus können noch. Aber ich mache das jetzt erstmal so. Spaß macht. Oh, jetzt habe ich so gebaut, dass unter Wasser weitergeht. Ah! Dieses Löschen ist noch ein bisschen nicht so geil gemacht. Da hat man manchmal ein bisschen Probleme. Finde ich zumindest. Jetzt haben wir alle überleben, glaube ich. Und jetzt haben wir natürlich das Problem mit dem Andocken. Das ist das ganz, ganz Schwierige an der Geschichte. Ich bin jetzt wahrscheinlich oben. Und nicht mehr... Oh, ich glaube, er hat es richtig gemacht. Ah, Maus dreh ich. Danke. So. Ich weiß nicht, ob er rauskommt an der Stelle, ehrlich gesagt. Müsste er eigentlich. Nicht klappt's. Nein. Jetzt kommen die aus dem Wasser raus. Nee, nee, nee. Da denkt das Spiel mit. Dann wird eine Überschwemmung stattfinden. Das geht natürlich nicht. Ja, das ist wie gesagt, ich hätte es cooler gefunden, wenn das irgendwie das Spiel schafft, die Stadt oben auszublenden oder so. Oder dass es einen Button dafür gibt. Das wäre auch ziemlich nice, um das einfach in Ruhe bauen zu können mit den U-Bahnen und mit allem, was geht. Weil Züge können jetzt auch unterirdisch fahren. Das ist auch richtig nice. Also nicht U-Bahn rede ich jetzt, sondern richtige Züge.
So, und ich mache das jetzt mal anders. Und zwar, ich fange jetzt einfach mal hier an zu bauen und versuche da reinzukommen. Das ist ja schon mal ein bisschen kompliziert wird. Aber irgendwie muss das doch gehen. Okay, wir müssen das mal. Oh, siehst du, jetzt hat man schon das Problem. Ich habe jetzt die Straße gelöscht. Ah, wie ich das nicht mag. Danke. So, und jetzt. Jetzt haben wir hier ein Problem. Jetzt kommen wir hier ein Stückchen höher. Warum macht er das nicht? Weiß ich nicht. So, jetzt. Dann sieht das mal doof aus. Und jetzt runter. Das wird irgendwie nicht so wie ich das will. Das nervt. Mach das jetzt, du Penner! Runter. Ganz genau. Ist doch gar nicht so schwer. So. Jetzt sieht es ja ganz blöd aus. Okay. Fahren Sie halt eine Runde. Oh, das sieht aber auch nett aus. Cool. Und warum kommt da jetzt so ein komischer Bogen? Ich weiß es nicht. Man könnte jetzt rein theoretisch hier so drauf machen. Ha! Auch lustig, finde ich. Ich mache das jetzt erstmal so. Aber ihr seht, es ist einfach ganz witzig irgendwie. Sieht jetzt nicht so mega geil aus. Diese Autos fahren auch drin. Also die verschwinden nicht im Schwarzen und werden neu geladen, sondern die fahren da wirklich. Die fahren da wirklich rein und raus. Und wenn man halt dann das anklickt, zum Beispiel hier, dass man hier unten sehen kann, dann sieht man auch wirklich, dass sie da lang fahren. Ob natürlich die Straße wirklich so benutzt wird, weiß ich jetzt nicht. Gucken wir mal. LKWs könnten die vielleicht ganz gut gebrauchen. Und die Freiheitsstadt hat immer noch Probleme. Aber ich find's geil, dass das Spiel auch es erlaubt, überall runterzufahren und nicht nur, wie man es aus anderen Spielen kennt, bei Höhen. Und das finde ich richtig nice. Man könnte also wirklich unterirdisch ein ganzes iRobot, wie wer den Film kennt, oder so ein richtiges Straßensystem bauen, wenn man Bock hat. Obwohl ich ja leider letztens die Enttäuschung erfahren musste, dass irgendwann sagt das Spiel, zu viele Straßen gebaut, man kann keine Straßen mehr bauen, man kann keine Bäume mehr bauen und so weiter. Das ist, hoffe ich, dass das nicht kommen wird, weil das ist, oder dass sie zumindest mal abschalten, das ist nämlich eine ziemlich dumme Sache, so eine Limitierung. So. Finde ich zumindest. Und es ist echt nervig, warum kommt hier kein LKW ran? Das ist echt dumm. Irgendwie kommt hier kein Transporter hin, um den Müll abzusaugen. Ist doch doof. Verstehe ich nicht. Kann doch nicht so schwer sein, oder? Ich mag das nicht. Dann machen wir gerade. Ja, aber das bringt ja nichts. Bin ja nicht dran. Ach, das ist doch scheiße. Es geht nicht anders. Ich mach das jetzt einfach mal so in der Hoffnung. Ah, komm schon. Nein. Ja, da will ich doch. Bleib doch einfach mal da. Dankeschön. Irgendwie muss das doch funktionieren. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt das Problem habe, dass er da nicht mitmachen will. Hahaha. Mein Müll ist ja hier. Und läuft auch. Also, was soll ich. Also, was soll ich jetzt noch machen? Müllberge, ja, verstehe ich. Aber was soll ich noch machen? Vielleicht. Ah, was natürlich sein kann bei dem, was ich aber ziemlich dumm finden würde, ist. Noch mal hier so ein Update. Dass dann die Straße nur hier gilt. Das wäre aber ziemlich dumm. Kann ich mir jetzt aber sehr gut vorstellen, dass das das Problem ist. So, dann. Fahren wir da jetzt mal drumherum, was nicht mehr geht. So. Hat natürlich auch irgendwas. Ich finde es nicht so geil, aber es hat was. So.
Oh, ich habe noch Stromproblem. Warum haben wir Stromproblem? Die Polizei kriegt keinen Strom. Alter, daneben ist riesen Allianz Arena. Zapp doch da mal Strom ab. Und hier, jetzt müssen wir uns aber mal leider, auch wenn es vielleicht nervt. Oh, hier haben wir wirklich Probleme. Nicht genügend Arbeiter. Hier haben wir jetzt das Problem wieder. Zu wenig Ungebildete. Siehst du, ich muss die Grundschule doch wieder runter abreißen oder was. Und, wir müssen uns leider auch um dieses Problem hier kümmern. Wir wollen ja, dass es ein gutes Volk, dass wir ein gutes Volk haben. Ein guter Bürgermeister, nicht genügend Käuferprodukte. Für Produkte. So rum. Und jetzt gucken wir mal. Ware wird eigentlich viel produziert. Und das ist wahrscheinlich auch das Problem. Dass wir zu viel Ware produzieren. Obwohl hier haben wir dasselbe Problem bei Öl. Mhm. Eigentlich heißt das, dass wir mehr Gewerbe bauen müssen. Aber dann, wenn wir das Problem, das ist ja das doofe Komplexe an diesem Spiel, wenn man zu viel Gewerbe baut, kann es sein, dass man eben Warenproblem wieder kriegt, dass es zu wenig Waren gibt. Das ist ein bisschen nicht so stark überdacht, aber wir dürfen jetzt kein, obwohl die, und das ist auch noch eine Sache, was ich im Spiel nicht so geil finde, ist, Industrienachfrage ist da, wir sollen Industrie bauen, aber lächerlicherweise sagen viele Industrien, es gibt keine Kunden mehr für ihre Produkte. Warum gibt es da eine Nachfrage? Versteht ihr, was ich meine? Bin ein bisschen bescheuert. Und die Freiheitsstatue hat einfach keine Lust. Das ist echt ein bisschen doof gemacht, aber okay, Mod eben, ne? So. Ich habe hier was Neues, neuen Mods für Flughafen. Flughafen könnten wir auch bald bauen, wenn wir ein bisschen Geld. Also, freigeschaltet ist jetzt alles. Ich weiß, durch diese Aktivierung, die ich gemacht habe und vergessen habe, nee, zu aktivieren. Aber ich finde es auch ganz gut. Da können wir auch ein bisschen noch kreativer sein. So, das lasse ich mal ein bisschen laufen noch. Jetzt muss ich noch ein paar Volker, ein bisschen Volk bauen, dass hier mal rackzack hier was getan wird. Und, war ich schon so schlau? Nein, war ich nicht. Hier gibt es nämlich keinen Güterbahnhof. Das müssen wir mal jetzt wieder noch nachholen. Ganz wichtig habe ich jetzt die Erfahrung gemacht. Mega wichtig. So, aber erstmal jetzt machen wir unser Queens weiter. Dann gucken wir mal, was wir noch so Geiles bauen können. So, hier. Und einmal hier. Einmal hier. Ich mache jetzt mal so, dass ich Form beibehalte in Queens. So. Wir verlieren jetzt sogar Leute. Das ist ganz schlecht. Verlieren Leute. Und Gewerbe können wir auch gerne mal bauen. Weil genau das brauchen wir jetzt, dass diese Produkte gekauft werden. Dorf Hockels in New York. Und ich habe das Gefühl, nee, hatte ich hier nichts hingebaut? Doch, da hatte ich nichts hingebaut. Das haben wir jetzt hier immer noch das Gewerbeproblem. Können wir mal gucken, ob wir schon irgendwas bauen können. In Medical Center könnten wir mal bauen. Das wollen wir aber nicht. Und, ich muss ganz kurz was gucken. Ich hatte irgendwie so ein, ich weiß nicht, unter was das gilt. Neue Bahnhöfe übrigens am Start. Ah ja, genau. Hier so ein riesengeiles Hafencontainer-Set. Das finde ich ziemlich nice. Blöderweise kann ich Hafen nur, oh, die haben auch ein Müllproblem. Eieiei. Nur leider kann ich hier keine, ja, ein bisschen blöd, das da hinzubauen, ne? Was ich natürlich machen könnte, was auch nice wäre, das machen wir jetzt gleich, wenn wir hier mal das Müllproblem gelöst haben. Also, was ich jetzt erstmal mache, ist, ich baue diesen, ach Mist, den kann ich nicht wegbauen, ne? Diesen dort um. Vielleicht kann ich den noch umbauen, kann ich. Sehr schön, freut mich, macht mich glücklich, ja. Und, boah, wir verlieren immer noch Leute, ich muss mich ein bisschen beeilen. Baue jetzt hier mal noch so eine Mülldeponie hin. Ich hoffe, dass das hier bald klappt. Und, jetzt wieder auf Hafen. Ich weiß gar nicht, ob das als Hafen gilt. Nee, oder? Nee. Weil den kann ich jetzt hier so hinbauen. Machen wir jetzt einfach mal aus Spaß, dass es zum Hafen passt. Guck mal.
ziemlich geil. Ich glaube, da müssen wir aber nochmal ein extra Ding bauen. Am Flughafen und so ein Zeug. Also Flughafen macht nicht so viel Sinn. Aber das bauen wir nochmal einfach just for fun. Weil es sieht ziemlich geil aus. So, 100 Leute gehen weg. Jetzt muss ich mal ein bisschen gucken, was ich da mache. Okay, sieht jetzt eigentlich nicht mehr so schön aus, dieses Ding hier. Da muss man was überlegen. Ich lasse es erstmal stehen. Ich muss erstmal... Oh, wir haben ja auch Megastau. Also hier muss ich auch mal gucken, warum können die... Können das auch mal... Ach, ist egal. Wir können den Hafen eigentlich auch jetzt hier rüber bauen, weil wir jetzt hier gebaut haben. Das ist eigentlich mal eine Idee, das können wir demnächst machen. Ich muss mich jetzt schnell mal darum kümmern, warum ich Leute verliere. Ein Problem haben wir ja schon mal. Megastaus, weil diese ganzen Hafenautos da langfahren. Deswegen mache ich jetzt doch mal Break und baue den Hafen hier rüber, dass sie die Autobahn hier nehmen müssen, diese Straße. Ich hoffe zumindest, dass ich den hier irgendwo hinbauen kann. Weil das ist echt dumm. Das sieht schön scheiße aus, ganz ehrlich. Ist doch behindert. Also wer auch mal diese Hamburger Map gebaut hat, der hat nicht nachgedacht. Scheiße. Einfach alles zu hoch. Ich habe Terraforming, aber das Problem ist, die sind so teuer, die Dinger. Die sind so teuer, dass ich gleich meine ganze Million verloren habe. Das ist so gefährlich. Ich weiß gar nicht, was das jetzt hier ist. Kommen keine Pop-Ups auf, leider. Ah! Ah! Das ist ja mal nice. Jetzt kann ich ja gucken, wie das unterm Wasser aussieht. Hat er sich ja keine Mühe gegeben. Sieht ja sehr merkwürdig aus. Ah, wenn das nicht so teuer wäre, ne? Also, es ist richtig teuer. Man verliert da für ein, zwei Klicks irgendwie 300.000 oder so. Dann würde ich das jetzt umbauen, weil dieser Hafen, ne? Das, der muss da weg. Es geht einfach nicht mehr. Scheiße, das ist irgendwie blöd gemacht. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie die Chance kriege. Ist hoch, ist hoch, ist hoch, ist hoch. Das hier sieht nicht mehr so... Doch, sieht auch hoch aus. Kann doch nicht sein, dass das die einzige Stelle ist. So, ich mache jetzt mal kurz was mit euch gemeinsam. Ich speichere das mal ab und versuche das Terraforming und lade dann das neu. Schneide das natürlich dann raus, wenn es laden sollte, weil es lädt extrem lange dank den vielen Mods. Ich save das mal hier vorsichtshalber ab. Und versuche das mal, weil ich will jetzt nicht mein ganzes Geld ausgeben dafür. Wenn es jetzt nicht so viel kosten sollte, mache ich es. Noch lädt, speichert er, also nicht wundern, er speichert noch. Please, 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 hold the line. Jetzt geht's wieder. Okay. Müssen wir überlegen, was, was ist das Richtige? Das ist natürlich jetzt die Frage. Ich weiß gar nicht, was das hier sein soll. Ehrlich gesagt. Ich traue mich gerade nicht zu drücken, ehrlich gesagt. Weil, das heißt irgendwie, dass es gerade alles werden soll. Das kann man hier gar nicht mehr anwenden. Und das hier heißt irgendwie hoch und runter. Da weiß ich aber auch nicht. Ich glaube, den Brushes kann man hier wieder wie mit dem Brushes kann man den groß und klein machen. Ich würde jetzt gerade einfach hier dieses Eck hier nehmen, weil es ist schon so tief. Cool. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt aber nicht, was das hier ist. Das hier wirkt für mich wie Fluss bauen, aber das hat nie funktioniert. Da habe ich mal ausprobiert. Das bedeutet eigentlich eine Erhöhung, oder? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen es ausprobieren. Oh. Oh, und es kostet gar nicht mehr so viel Geld. Aber das war jetzt eine Erhöhung. Ah, haben sie es endlich mal gehandhabt, dass es nicht mehr so viel kostet. Das ist ja mal nice. Aber wie kriege ich es jetzt runter? Ah, da kriegen wir es runter. Okay, ein bisschen Geld kostet schon. Oh. Oh, jetzt hat es mich 100.000 gekostet. Aber vielleicht reicht es schon. Hoffen wir mal. Sonst muss ich gleich nochmal neu laden und nochmal neu versuchen zu bauen. Ja, zu hoch. Mist. Ja, ja. Blöd, blöd. Oh, jetzt habe ich aus dem Budget angedrückt. Das braucht auch schon länger zum Laden. Alter, das kostet nicht so viel Kohle. Ist nicht mehr normal. Scheiße. Oh, das hat mich nicht viel Geld gekostet.
Okay, ich teste mal noch ein bisschen zwei, drei Sachen. Ich lade nochmal neu. Ja, jetzt ist das Geld eh weg. Ist ein bisschen blöd gemacht, ehrlich gesagt. Das ist irgendwie... Der berechnet... Hier berechnet er es neu. Und hier ist es... Das darf man gar nicht anklicken. Okay, gut zu wissen. Und der macht hier überhaupt nichts. Wenn man natürlich jetzt das Geld hätte, also ein Terraforming, was ich hätte es geil gefunden, wenn es ein Terraforming gibt, was kein Geld verlangt, dann könnte man ein bisschen Berge bauen. Und das Geilste wäre, man könnte einen Fluss bauen, weil das Wasser läuft dann hier rein. Also jetzt ist es noch quadratisch und ab ein, zwei Minuten realisiert das Spiel das dann und dann läuft das Wasser da rein. Das wäre mal richtig geil, einen Fluss durch die Stadt nochmal bauen zu dürfen. Muss ich vielleicht mal gucken, ob es wirklich vielleicht ein Terraforming gibt, was wirklich kein Geld verlangt. Das wäre mal richtig geil. Ich teste hier noch zwei, drei Sachen gerade mal. Aber wir müssen das hier nehmen. Das hier nehmen und irgendwie anpassen. So, wir haben jetzt kein Geld mehr, deswegen gehe ich nochmal raus aus der ganzen Sache. Guck auch nochmal, ob es ein Terraforming gibt umsonst und schneid das dann hier in das Video wieder rein. Also, bis gleich. So, jetzt, wie ihr seht, habe ich das schon rübergebaut, weil es, ich muss es nochmal neu machen und ich wollte nicht dauernd rein, raus und es dauert ewig zum Hochladen. Aber jetzt ist es hier drüben, wie ihr seht. Strom, Wasser, alles fehlt noch und da bauen wir jetzt gleich einen Tunnel rein. Das funktioniert richtig gut. Und, jetzt kriegt es erstmal Wasser und ich glaube, die Idee ist so viel, viel, viel besser. Wenn wir jetzt die Autos gleich da lang fahren lassen, ne? So. Also wir kicken mal. Jetzt bauen wir das mal. Das Wasser kann mit Höchstwahrscheinlichkeit, und da sehen wir auch, es fließt so ein bisschen jetzt hier so rein. Das kann natürlich passieren jetzt. Kann uns nicht aber wurscht sein. Wenn ich natürlich ein bisschen mehr Geld hätte und es nicht so viel kosten würde, würde ich natürlich am liebsten hier das alles ein bisschen tiefer bauen und auch noch einen Fluss hier reinbauen lassen. Vielleicht sind wir irgendwann mal so, so mega reich, dass wir das sogar hinkriegen. Wer weiß. So, jetzt versuchen wir das wieder mit dem Tunnel. Ich hoffe, das klappt natürlich wieder alles. So, jetzt ist er hier unten drin. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, wo kommt er da raus, ne? In der Mitte, das wäre natürlich ziemlich geil. So. Dann einfach wieder hoch. Schade, scheint nicht zu funktionieren. Weil da die Straße schon im Weg ist. Nein! Was wirklich noch fehlt, habe ich schon öfter gesagt, ist so ein Undo-Knopf. Oder so ein Zurück- oder Wiederherstell-Knopf. Das fehlt so extrem in diesem Spiel. Und wäre einfach meiner Meinung nach mal echt angebracht. So, jetzt müsste es gehen. Ja gut, dann verschwindet halt der Strommast. Und das überlege ich mir dann neu. So. Und jetzt können wir den da so draufpacken. Und schon hat man jetzt eine Verbindung. Und jetzt müssen wir mal gucken, weil die kriegen jetzt alle keinen Strom mehr. Da müssen wir uns schnell drum kümmern. Machen wir halt mal so ein Eckchen hier. Müsste doch irgendwie gehen. Oder auch nicht. Alter, das kann nicht so schwer sein. Das finden doch nicht immer. Oh Gott. Kann uns aber egal sein. So, und was wir auch machen, das wird jetzt ein bisschen dauern, bis wir das sehen, bis die Schiffe realisieren, dass sie hier rüberfahren müssen. Obwohl, da kommt ein Schiff schon. Und wir können ja trotz allem mal hier noch eine Verbindung wieder machen. Interessant. Finde ich ein bisschen blöd, was er jetzt hier vorhat. Aber okay. Alle sind jetzt wieder ein bisschen aufgehängt. Interessant, aber das ist, mal was ganz anderes. Bisschen bescheuert, aber okay. So, jetzt kommt das erste Schiff. Mal gucken, ob der ganze Plan aufgeht. Hä, er sagt hier immer noch Strom fehlt, sehe ich gerade. Ach, weil ich es wieder abgerissen habe. Ah, das ist der. Gib es so. Da kommen die ersten LKWs. Die fahren jetzt, und wir können auch mal genau angucken. Man sieht es also, die fahren wirklich hier lang. Also, die ploppen nicht weg. Oder sonst irgendwas, sondern die fahren wirklich da lang und kommen dann wieder da raus. So, jetzt sollten wir auf jeden Fall auch, meiner Meinung nach, was draußen darüber bauen. Könnte aber natürlich mit diesen kleinen Ecken jetzt zu... Sind das jetzt wirklich Ampeln? Es sind wirklich Ampeln.
Aber hier ist dafür keine Ampel. Dann ist es wieder okay. So, und die ganzen LKWs, die haben jetzt... Einziger Nachteil in der ganzen Geschichte ist, und das werden wir jetzt auch noch gleich ein bisschen ändern und anpassen, die haben jetzt einen weiteren Weg und das ist natürlich wieder ein bisschen blöd, ne, zu diesem Thema, die müssen hier das abliefern. Und ich überlege, ob wir jetzt hier so einen Tunnel hier noch ranbauen, hier so lang, der vielleicht hier noch eine Verbindung hat und später dann zu unserer großen City noch fährt, aber der auch unter Wasser hier rackzack ganz schnell irgendwie auf, diese Straße hier kommt. Das wäre noch eine Idee, die wir machen sollten, finde ich. So, Müllprobleme gibt es hier noch. Also, extrem viele Müllprobleme. So, runter. Hoffentlich klappt's. Etwas schwieriger. So, jetzt müssen wir mal so machen. Einmal hier so entlang. Und der muss jetzt tiefer, glaube ich, weil... Ja, genau, das ist das Problem, was ich habe. Er muss... Hoffentlich klappt das auch, dass er noch eine Runde tiefer geht, dass er hier unten überhaupt lang kommt. Jetzt baut er hier irgendwie eine Brücke, das ist auch mal nett. Mist, das könnte vielleicht Probleme geben. Ach, ich weiß auch warum. Das funktioniert nicht. Das Wasser ist ja hier mega tief. Deswegen geht das nicht. Ah, diese ein bisschen blöd. Schneller. Und, ja, dann sind sie ja schon drin. Ach, das geht schon. Die werden es überleben. Die werden es überleben. Und, obwohl ich sehe gerade, die fahren hier im fahren da nicht ran. Die Verbindung ist gar nicht da, merke ich gerade. Ist hier irgendwas falsch gelaufen? Effektiv. Egal, wir lassen das trotzdem mal, dass wir später einen Tunnel da noch drauf und nachher zur großen Stadt hier hinbauen können und so weiter und so fort. Wir müssen erstmal irgendwie gucken, dass da Müll, ich weiß gar nicht, warum das immer noch so ein Problem ist. Hier ist eine riesen Mülldeponie, da sind die LKWs, die können auch locker jetzt dahin fahren. Verstehe es einfach nicht so ein bisschen. Dasselbe ist eigentlich mit der Freiheitsstatue. Da hat sich das Problem aber gelöst. Das ist doch schon mal was. Das ist schon mal gut. Und wir haben auch wieder Plus. Jetzt sind wir alle ein bisschen erleichtert, auch wenn es noch nicht... ist immer noch. Wir müssen noch ein bisschen Gewerbe mal basteln. Und Einwohner auch. Und deswegen habe ich mir überlegt, lass uns doch mal froh und munter sein. Und zwar werde ich jetzt mal... Ach, sieh an. Hier kann man gar nicht mehr weiterbauen. Hier ist sogar wirklich Ende. Die 25 Dinger sind hier drauf verteilt. Gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 5 mal 5 müssten es ja sein, ne? Oder bin ich jetzt blöd? So. Dann geht es wahrscheinlich nochmal entweder hier drauf. Ich denke mal, hier geht es noch weiter und hier geht es nochmal weiter. Also hier geht es leider nicht mehr weiter. Das ist ja blöd. Ah, das habe ich ein bisschen anders gedacht eigentlich. Weil dann kann ich ja hier die Straße auch ein bisschen umbauen. Und baue jetzt, und ich glaube mit dem neuen Mod, den ich habe, das kann man jetzt eigene Kreise endlich mal bauen. So, und das gucke ich mir jetzt mal an, ob das funktioniert. Ob ich das hinkriegen könnte. Ah, ist eh keine Autobahn. Fehler! Kreis ist schon mal nicht. So. Und da können wir dann hier so abbiegen. Und da drauf fahren. Aber wenigstens wird es jetzt mal... Okay, Kreis ist wirklich nicht geworden. Aber egal. So. So. Das ist schon mal nice. Jetzt bitte mal wieder einen auf. Warum auch immer ich da einen Kreisel gerade gemacht habe. Ich weiß es nicht.
Ich weiß es wirklich gerade nicht. Warum wollte ich da unbedingt einen Kreisel machen? Oh Mann! Ein Kreis ist total überflüssig. Ich wollte einen Kreis machen, weil die Autobahn da enden soll. Ja, die endet jetzt einfach mal da. Basta. So. Und ich wollte schon immer mal nach langem mal wieder diese Straßen bauen. Die habe ich so gut wie gar nicht mehr gebaut. Da baue ich jetzt hier so eine hin. Erstmal hier zum Bahnsteig. Und dann baue ich hier so eine hin. Und hier auch. So. Und zwar, die können jetzt erstmal, ich glaube, das müsste gehen. Genau, die können auch darüber. So, und die sollen jetzt auch so ein bisschen kubenmäßig sein, weil es soll so ein bisschen Natur aussehen. Das sieht überhaupt nicht nach Natur aus, finde ich. Aber gut. So, ich versuche jetzt da so ein bisschen, oh, wir verlieren schon wieder, was ist das denn hier? Ah, neu! Okay, interessant, mal wieder ganz Neues. Irgendwie nur für... okay. So, mal, ich verliere schon wieder Leute. Ich mache jetzt hier mal so ganz lustig ein paar Feldwege. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt Autos drauf fahren können. Aber ich glaube schon. Ob ich da jetzt unbedingt Häuser dran baue, weiß ich noch nicht. Das war eigentlich noch nicht so die Idee. Scheiße aus, ne? Egal. So. Wir verlieren schon wieder Leute. Bevor ich weiterbaue, muss ich mal gucken, was los ist wieder. Das kann natürlich schon das Nachfragen-Ding sein. Gar keine Frage, aber... Eigentlich... Gucken wir mal irgendwo gleich mal so mal Staus prüfen, aber sonst... Auch dieses Angebotsproblem ist langsam wieder weg. Also, vielleicht hier haben wir wahrscheinlich Mitarbeiterprobleme noch. Ja. Aber es kann einfach nicht sein, dass es daran liegt, das Problem. Es kann natürlich auch daran liegen, dass wir keine Oberschulen mehr haben. Ich packe jetzt mal da eine Oberschule hin, nach New York, aber 160. Gut, das liegt daran, dass ich das Haus jetzt abgerissen habe, wahrscheinlich. Ansonsten ist aber hier, hier stirbt einer. 200. Jetzt haben wir schon 40.000 runter. Das ist echt zu wenig Bevölkerung. Ich habe mir gedacht, fuck, wir schaffen es nie bis zum, bis zur 1 Million. Oder das ist wenig, die 1 Million, so rum. Das mit dem Müll ist auch noch ein Mist, ne? Ich weiß nicht, da muss jetzt mal... irgendwie eine Mülldeponie genau daran. Ich habe keine Ahnung, was ich sonst noch machen soll. Und eine Verbrennung auch direkt dahin. Ich weiß es einfach nicht, was sonst los ist hier. Das kann nämlich auch ein Auslöser sein. Sehr, sehr verdächtig. Und wenn man jetzt hier überlegt, leider können wir jetzt nicht mehr so viele Bäume bauen. Ich muss auch hier ein paar abreißen, weil es gehen ja nur für 250.000 auf einer Karte. Also total bescheuert ist, Limitierung. Habe schon nach Mods gesucht, die das deaktivieren, geht nicht. Weil eigentlich hätte ich gerne jetzt hier so eine Walddichte hier drumherum. Und hier so ein kleines Dörfchen. Und dann fahren hier so eine Straßen durch, so Landstraßen. Und dann geht es zum nächsten Dörfchen und so weiter. Das war eigentlich die Idee. Also wir können zum Beispiel jetzt auch hier dieses District schon kaufen. Und dann eben, wie gesagt, hier sind so Dörfchen, das ist ein bisschen außerhalb.
Und die große City, wie gesagt, die kommt ja dann noch hier so hin, weil das ist so eine langweilige Landschaft. Natürlich könnte man auch hier, wir könnten es auch umdrehen eigentlich, wir könnten hier sagen, dass hier die große City hinkommt. Ist vielleicht gar nicht mal so blöd. Und hier noch mehrere so Landschaftsdinger, weil natürlich hier es schöner aussehen würde mit einer City, mit diesem Wasser und so. Vielleicht machen wir das. Aber hier kommen auf jeden Fall Dörfer hin, hier auf diese beiden Stellen. Wir können auch dann sagen, die Straße, die Schienen sind hier so die Grenze und dann fängt hier so die City an, die ganz große. Und hier machen wir noch Dörfer und wir gucken mal, vielleicht machen wir auch hier irgendwo noch den Flughafen, können wir mal demnächst da hier mal irgendwo hin machen. Ja, und das war eigentlich die Idee, dass dann so kleine Straßen hier so sind, das ist ein bisschen Feldwege, das ist ein bisschen naturmäßig aus Dörfer, viele, glaube ich, leben selber in Dörfern, wissen, wie das so ist. Und nur wenn man nicht so viele Bäume bauen kann, dass nicht so schöne Dichte entsteht, finde ich es auch wieder echt, echt schade. Ich meine, das ist so eine Limitierung wahrscheinlich, weil manche Rechner es sonst nicht mehr schaffen, aber meiner wird es schaffen, deswegen finde ich, sollte man einfach die Möglichkeiten da angeben. Was in der Map schade ist, ist einfach, es gibt keine Berge, vielleicht müssen wir mal demnächst nochmal eine neue Speicherung anfangen, eine neue Stadt bauen und dann irgendwie voten, dass wir eine geile Map übernehmen oder so. Einfach nur mit dem Punkt, ja, so eine Europa-Map zum Beispiel mit Bergen, geile Bäume und so mit Wasserflüssen dadurch. Und ja, gucken wir mal noch. Läuft, je nachdem, wie es halt läuft, ne? So. Tschatschatscha. Das war es jetzt erstmal mit dieser Folge, Leute. Die war jetzt nicht die spannendste von allen. In der nächsten Folge machen wir hier mal die Dörfer weiter. Und vielleicht habe ich mir überlegt, weil wir es jetzt eh schon freigeschaltet haben, wo es gar nicht geplant war, den Flughafen. Aber ich muss mich langsam mal hier drum kümmern, dass hier was passiert ist. Das ist was nervig. Und wir müssen, glaube ich, hier erstmal noch ein paar Wohnhäuser hinbauen, ob wir wollen oder nicht. Mir fällt gerade ein, ich glaube, ich habe hier die falschen hingebaut. Ich glaube auch. Scheiße. Ich habe hier die falschen hingebaut. So, und ja, und schauen mal, dass wir das Problem hier gelöst kriegen, dass wir wieder mit Plus gehen. Das ist echt nervig gerade. Das sind leider so Momente, da sind halt die Folgen ein bisschen langweiliger. Wenn ihr das langweilig findet und ich soll das nebenbei lösen, das Problem, dann schreibt das mal unter die Kommentare. Ich persönlich finde es immer cooler, auch wirklich mal die Probleme auch euch zu zeigen, was da ist und nicht immer nur das Bauen, Bauen, Bauen zu zeigen. Das ist dann irgendwie, ich finde es dann cooler, irgendwie auch persönlicher. Je nachdem, wie ihr das wollt. Hier haben wir auch schon wieder ein kleines Problem. Nicht genügend Kunden. Da kommen dann hoffentlich bald diese Cities hier da rein. Diese Dörfchen kommen dann hoffentlich bald hier da rein. Wo ihr auch gerne kommentieren könnt, wie wir die Dörfer nennen sollen. Dann machen wir so kleine Viertels wieder. Okay, das war's. Bis dahin. Euer Dico. Tschüss. Oh, das sieht aber schlecht aus. Das liegt jetzt aber an der Map. Eigentlich soll jetzt ein schöner Ein- und Ausgang sein. Ein Eingang. Ist das Gefälle zu steil? So. Und hier werde ich natürlich wahrscheinlich Probleme kriegen. Das ist ja jetzt schon sicher. Ich probiere es trotzdem mal. Ob wir da irgendwie reinkommen können. Ja. Ich muss nur überlegen, wie der U-Bahn. Ja. Funktioniert. Da komme ich hier durch. Wenn wir jetzt hier auch rauskommen können. Das ist wieder Höhe das Problem. Sieht jetzt nicht mehr so schön aus, aber ich finde es trotzdem irgendwie nice. Ehrlich gesagt. Okay, das ist ein bisschen irgendwie zu hoch. Ja. Jetzt geht's plötzlich wieder. Ja, irgendwie will ich, dass der Tunnel irgendwie ordentlich aussieht. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie. Ah ja. Irgendwie kann das mal unten bleiben? Oh, hoppala. Das sieht irgendwie so schief und schräg aus. So, jetzt. Ah, jetzt leckt's. Ich habe schon so viele Mods installiert. Irgendwann macht auch mein Rechner Ende im Gelände. So. Und jetzt haben wir das U-Bahn-Problem. Ich mache das einfach mal nur so, um euch das zu zeigen. Ich finde es echt ganz nett. So eine Mega-Straße einmal. Wir werden dann auch anknüpfen, dass sie überall raus können noch. Aber ich mache das jetzt erstmal so. Dass es Spaß macht. Oh, jetzt habe ich so gebaut, dass unter Wasser weitergeht. Ah! Dieses Löschen ist noch ein bisschen nicht so geil gemacht. Da hat man manchmal ein bisschen Probleme. Finde ich zumindest. Wir müssen mal alle überleben, glaube ich.
Und jetzt haben wir natürlich das Problem mit dem Andocken. Das ist das ganz, ganz Schwierige an der Geschichte. Ich bin jetzt wahrscheinlich oben. Und nicht mehr... Oh, ich glaube, er hat es richtig gemacht. Ah, Maus dreh dich. Danke. So. Ich weiß nicht, ob er rauskommt an der Stelle, ehrlich gesagt. Müsste er eigentlich. Nicht klappt's. Nein. Hä? Jetzt kommen die aus dem Wasser raus? Nee, nee, nee. Der denkt das Spiel mit. Dann wird eine Überschwemmung stattfinden. Das geht natürlich nicht. Ja, das ist wie gesagt, ich hätte es cooler gefunden, wenn es irgendwie das Spiel schafft, die Stadt oben auszublenden oder so. Oder dass es einen Button dafür gibt. Das wäre auch ziemlich nice, um das einfach in Ruhe bauen zu können mit den U-Bahnen und mit allem, was geht. Weil Züge können jetzt auch unterirdisch fahren. Das ist auch richtig nice. Also nicht U-Bahn rede ich jetzt, sondern richtige Züge. So, und ich mache das jetzt mal anders. Und zwar, ich fange jetzt einfach mal hier an zu bauen und versuche da reinzukommen. Kompliziert wird. Aber irgendwie muss das doch gehen. Okay, wir müssen das mal. Oh, siehst du, jetzt hat man schon das Problem. Ich habe jetzt die Straße gelöscht. Ah, wie ich das nicht mag. Okay, jetzt zusammenbasteln. Danke. So, und jetzt. Jetzt haben wir hier ein Problem. Jetzt können wir hier ein Stückchen höher. Warum macht er das nicht? So, jetzt. Dann sieht das mal doof aus und jetzt runter. Das wird irgendwie nicht so richtig, weil das nervt. Mach das jetzt, du Penner! So, jetzt ziehen wir das mal so lang und jetzt runter. Ganz genau. Ist doch gar nicht so schwer. So. Jetzt sieht es ja ganz blöd aus. Okay. Fahren Sie halt eine Runde. Oh, das sieht aber auch nett aus. Cool. Und warum kommt er jetzt so ein komischer Bogen? Ich weiß es nicht. Man könnte jetzt rein theoretisch hier so drauf machen. Ha! Auch lustig, finde ich. Ich mache das jetzt erstmal so. Aber ihr seht, es ist einfach ganz witzig irgendwie. Sieht jetzt nicht so mega geil aus. Diese Autos fahren auch drin, also die verschwinden nicht im Schwarzen und werden neu geladen, sondern die fahren da wirklich... Die fahren da wirklich rein und raus und wenn man halt dann das anklickt zum Beispiel hier, dass man hier unten sehen kann, dann sieht man auch wirklich, dass sie da lang fahren. Ob natürlich die Straße wirklich so benutzt wird, weiß ich jetzt nicht. Gucken wir mal, LKWs könnten die vielleicht ganz gut gebrauchen und die Freiheitsstadt hat immer noch Probleme. Aber ich find's geil, dass das Spiel auch es erlaubt, überall runterzufahren und nicht nur, wie man es aus anderen Spielen kennt, bei Höhen. Und das finde ich richtig nice. Man könnte also wirklich unterirdisch ein ganzes iRobot, wie wer den Film kennt oder so, ein richtiges Straßensystem bauen, wenn man Bock hat. Obwohl ich ja leider letztens die Enttäuschung erfahren musste, dass irgendwann sagt das Spiel, zu viele Straßen gebaut, man kann keine Straßen mehr bauen, man kann keine Bäume mehr bauen und so weiter. Das ist, hoffe ich, dass das nicht kommen wird, weil das ist, oder dass sie zumindest mal abschalten, das ist nämlich eine ziemlich dumme Sache, so eine Limitierung. So. Finde ich zumindest. Und es ist echt nervig, warum kommt hier kein LKW ran? Das ist echt dumm. Irgendwie kommt hier kein Transporter hin, um den Müll abzusaugen. Ist doch doof. Verstehe ich nicht. Kann doch nicht so schwer sein, oder? Ich mag das nicht. Dann machen wir gerade. Ja, aber das bringt ja nichts. Bin ja nicht dran. Ach, das ist doch scheiße. Es geht nicht anders. Ich mach das jetzt einfach mal so in der Hoffnung. Ah, komm schon. Nein. Ja, da will ich doch. Bleib doch einfach mal da. Dankeschön. Irgendwie muss das doch funktionieren. Es kann doch nicht sein, dass ich das Problem habe, dass er da nicht mitmachen will.
Hallihallöchen, zurück bei Let's Play City Skylines Pro City machen wir. Und ihr seht hier gerade Megalopolis? Halt's Maul. Neue Gebiete freigeschaltet, Monumente freigeschaltet. Ich hatte nämlich privat was machen wollen. Und zwar habe ich privat keine Lust mehr gehabt, alles strikte frei, also hart arbeiten zu müssen, und wollte gerne mal alle freischalten und so. Und ich habe vergessen, den Mod wegzumachen. Aber ich finde auch mal, ich finde es auch nicht schlecht, wenn wir es hier jetzt in der Speicherung haben. Jetzt haben wir halt, gut, der Fehler, der ist neu, dass irgendein Mod, den ich noch nicht gelöst bekommen habe. Wir sind hier in Pro City und jetzt, wie gesagt, jetzt sind halt alle Distrikte frei zu kaufen. Also es sind mehrere hier noch, nur man kann nur drumherum einkaufen, um die Stadt, die wir aktuell haben. Es ist jetzt schon ein paar Tage her, dass ich eine Aufnahme gemacht habe. Ich muss mich jetzt erstmal wieder zurechtfinden. Und dann schauen wir mal, was wir da noch so zu machen haben. Ah, wir hatten ja hier so ein bisschen dieses, es leckt gerade ein bisschen, dieses blöde Problem mit den nicht genügend Käufer für Produkte. Das heißt, Gewerbegebiet fehlt uns eigentlich dafür. Ja, und natürlich, wie angekündigt, in der, über Twitter, Facebook und Google Plus, falls noch jemand das nicht kennt, da Twitter mache ich am meisten, da geht es halt am schnellsten über Handy oder so, wenn ich irgendwie schnell was mitteilen möchte, ansonsten halt über die Social Networks mal, da habe ich auch schon gepostet. Es gibt ja jetzt Tunnels und das zeige ich euch jetzt mal. Ist richtig nice, ich habe das schon so durchgerockt, irgendwie in meiner privaten Speicherung, um es anzutesten. Hier natürlich ist es sinnlos, weil man könnte natürlich jetzt, man könnte natürlich was Geiles jetzt machen, man könnte, das ist auch meine Idee für hier, man kann jetzt hier runterbauen, den Tunnel hier drunter, dann fährt das, hoffentlich klappt das, hier raus das Auto, die Straße, hier wieder rein, hier wieder durch, hier wieder rein und könnte rein durch diese Autobahn hier komplett einmal unten durch langfahren, bis man wieder hier ankommt. Ich meine, wir haben jetzt hier eine Autobahn, aber es wäre trotzdem eine richtig nice Geschichte. So, und die Idee war ja, hier jetzt so kleine Dörfchen hinzubauen. Hoffen wir ja, dass der Plan aufgeht, dass wir so ein bisschen geilen Stadtlook kriegen. Und hier in der Allianz Arena auf dem Parkplatz wird schon geklaut. Das ist ja schon mal sehr interessant. Dass man auf dem Parkplatz klauen will, wusste ich nicht. Machen wir mal da so ein Polizeirevier hin. Oh. Okay. Sehr effektiv. Ja, und natürlich gibt es wieder einige Mods, die ich hier dazu geholt habe. Wir müssen jetzt mal ein bisschen durchschnuppern. Ehrlich gesagt, weiß jetzt nicht mehr, wo alle sind. Aber es gibt wieder einige coole Sachen, die wir bauen wollen. Oh, Müllproblem bei der Freiheitsstatue. Das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Muss ich so ein Müllding zur Freiheitsstatue bauen? Ist ja lächerlich. Ach, jetzt hat es ein... Na, wohl Stromproblem geht vielleicht sogar. Ja, das ist schon mal was. Strom läuft eh gut. Wasser, oh, das wird langsam Mangelware. Oh, wir müssen mal was machen hier, was die Schulen angeht. Bauen wir mal eine Grundschule, würde ich sagen. Ich bräuchte immer wieder ein paar neue Gebäude. Die sehen alle so gleich aus. Wir sehen hier in unserem Stadtviertel New York, sind die Straßen alle nicht grün. Das heißt, hier gibt es überhaupt keine Grundschulenmöglichkeiten. Deswegen machen wir mal hier so eine Grundschule hin, ja genau. Dass wir so ein bisschen mal was haben. So. Reicht vielleicht noch nicht ganz, aber ist okay. Ein paar Deppen brauchen wir ja. Oh, hier könnte man vielleicht, obwohl, da müssen wir aufpassen. Weil wir brauchen ja für Gewerbe ein paar nicht so, so stark ausgebildete Leute. Das jetzt mal dahin. So, und jetzt versuchen wir das mal mit dem Tunnel bauen. Ich überlege jetzt so gerade, wie wir das machen. Ehrlich gesagt. Wo könnte ich da rauskommen? Wenn ich den Plan aufgehen lassen will. Ich weiß nicht, ob das schon geht hier.
Also wie ihr seht, jetzt habe ich den Pfeil nach unten gedrückt, wie man das ja mit Brückenbau kennt. Und ihr seht, jetzt ist hier grün. Und ich kann nicht, wo eine U-Bahn ist, drunter bauen. Das ist ein Problem, weil hier fährt die U-Bahn lang. Das heißt, das Thema hat sich ja schon fast wieder erledigt. Oder? Obwohl, ich kann noch tiefer, glaube ich. Warte mal kurz. Kurz testen. Noch tiefer? Ja. Wenn ich noch tiefer gehe, dann bin ich drunter. Unter der U-Bahn. Also es geht schon. Da haben sie mit dran gedacht. So. Jo, das ist natürlich jetzt, wollte ich unbedingt zeigen, aber weiß gar nicht, wo ich das jetzt machen soll, weil eigentlich brauche ich es gerade gar nicht. Zumindest habe ich so blöd gebaut, dass ich nicht weiß, wohin jetzt damit. Versuchen wir es mal. Nehmen wir doch mal das hier. Ah, so wie ich es nicht vercheckt. Dann nehmen wir mal das hier. Und mal gucken, ob das geht. Nee, dann beschwert er sich. Aber wir versuchen es trotzdem. Machen wir so. Und dann jetzt nach unten. Dann geht's. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, dass wir auch irgendwie... Hä? Das war ja mal nett. Ist zu steil, denke ich. So, jetzt kann ich hier so drehen. Jetzt ist es unten, wie ihr seht. Jetzt muss ich mal gucken, weil hier wäre jetzt Zusammenstoß. Deswegen muss ich jetzt noch ein Stück runter. Dann, ja, dann geht's. Ich probiere es einfach mal jetzt just for fun. Mal gucken, was dabei passiert. Ob wir überhaupt hier rauskommen können. Gucken wir mal. Ja, da ist jetzt ein Tunnelding. Weil da die Straße schon im Weg ist. Nein! Was wirklich noch fehlt, habe ich schon öfter gesagt, ist so ein Undo-Knopf. Oder so ein Zurück- oder Wiederherstell-Knopf. Das fehlt so extrem in diesem Spiel. Und wäre einfach meiner Meinung nach mal echt angebracht. So, jetzt müsste es gehen. Ja gut, dann verschwindet halt der Strommast. Und das überlege ich mir dann neu. So. Und jetzt können wir den da so draufpacken. Und schon hat man jetzt eine Verbindung. Und jetzt müssen wir jetzt mal gucken, weil die kriegen jetzt alle keinen Strom mehr. Da müssen wir uns schnell drum kümmern. Machen wir jetzt mal so ein Eckchen hier. Das wird doch irgendwie gehen. Oder auch nicht. Alter, kann nicht so schwer sein. Wir finden doch noch mal. Oh mein Gott. Moment mal. So. Das sieht komisch aus. Kann uns aber egal sein. So. Und was wir auch machen, das wird jetzt ein bisschen dauern, bis wir das sehen, bis die Schiffe realisieren, dass sie hier rüberfahren müssen. Obwohl, da kommt ein Schiff schon. Aber wir können ja trotz allem mal hier noch eine Verbindung wieder machen. Interessant. Finde ich ein bisschen blöd, was er jetzt hier vorhat. Aber okay. Alle sind jetzt wieder ein bisschen aufgehängt. Interessant. Aber das ist, mal was ganz anderes. Bisschen bescheuert. Aber okay. So, jetzt kommt das erste Schiff. Mal gucken, ob der ganze Plan aufgeht. Hä, er sagt hier immer noch Strom fehlt, sehe ich gerade. Ach, weil ich es wieder abgerissen habe. Ah, es ist der. Gibt es so. Da kommen die ersten LKWs. Die fahren jetzt. Und wir können auch mal genau angucken. Man sieht es also, die fahren wirklich hier lang. Also die ploppen nicht weg oder sonst irgendwas, sondern die fahren wirklich da lang und kommen dann wieder da raus. So, jetzt sollten wir auf jeden Fall auch, meiner Meinung nach, was draußen darüber bauen. Könnte aber natürlich mit diesen kleinen Ecken jetzt zu... Sind das jetzt wirklich Ampeln? Es sind wirklich Ampeln. Aber hier ist dafür keine Ampel. Dann ist es wieder okay. So, die ganzen LKWs, die haben jetzt... Einziger Nachteil in der ganzen Geschichte ist... Und das werden wir jetzt auch noch gleich ein bisschen ändern und anpassen. Die haben jetzt einen weiteren Weg. Und das ist natürlich wieder ein bisschen blöd, ne? Zu diesem Thema... Die müssen hier das abliefern. Und ich überlege, ob wir jetzt hier so einen Tunnel hier noch ranbauen, hier so lang, der vielleicht hier noch eine Verbindung hat und später dann zu unserer großen City noch fährt, aber der auch unter Wasser hier rackzack ganz schnell irgendwie auf diese Straße hier kommt. Das wäre noch eine Idee, die wir machen sollten, finde ich.
So, Müllprobleme gibt es hier noch. Also, extrem viel Müllprobleme. So, runter. Hoffentlich klappt's. Etwas schwieriger. So, jetzt müssen wir erstmal so machen. Einmal hier so entlang. Und der muss jetzt tiefer, glaube ich. Weil, ja, genau das ist das Problem, was ich habe. Er muss, hoffentlich klappt das auch, dass er noch eine Runde tiefer geht, dass er hier unten überhaupt lang kommt. Baut er hier irgendwie eine Brücke, das ist auch mal nett. Mist, das könnte vielleicht Probleme geben. Ach, ich weiß auch warum. Das funktioniert nicht. Das Wasser ist ja hier mega tief. Deswegen geht das nicht. Ah, diese bisschen blöd. Schneller. Und, ja, dann sind sie ja schon drin. Ach, das geht schon. Die werden es überleben. Und, obwohl ich sehe gerade, die fahren hier im fahren da nicht ran. Die Verbindung ist gar nicht da, merke ich gerade. Ist hier irgendwas falsch gelaufen? Sagen. Effektiv. Egal, wir lassen es trotzdem mal, dass wir später einen Tunnel da noch drauf und nach der zu großen Stadt hier hinbauen können und so weiter und so fort. Wir müssen erstmal irgendwie gucken, dass da Müll. Ich weiß gar nicht, warum das immer noch so ein Problem ist. Hier ist eine riesen Mülldeponie, da sind die LKWs, die können auch locker jetzt dahin fahren. Verstehe es einfach nicht so ein bisschen. Dasselbe ist eigentlich mit der Freiheitsstatue. Da hat sich das Problem aber gelöst. Das ist doch schon mal was. Das ist schon mal gut. Und wir haben auch wieder Plus. Jetzt sind wir alle ein bisschen erleichtert, auch wenn es noch nicht... ist immer noch. Wir müssen noch ein bisschen Gewerbe mal basteln. Und Einwohner auch. Und deswegen habe ich mir überlegt, lasst uns doch mal froh und munter sein. Und zwar werde ich jetzt mal... Ach, sieh an. Hier kann man gar nicht mehr weiterbauen. Hier ist sogar wirklich Ende. Die 25 Dinger sind hier drauf verteilt. Gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 5 mal 5 müssten es ja sein, ne? Oder bin ich jetzt blöd? So. Dann geht es wahrscheinlich nochmal entweder hier drauf. Ich denke mal, hier geht es noch weiter und hier geht es nochmal weiter. Also hier geht es leider nicht mehr weiter. Das ist ja blöd. Ah, das habe ich ein bisschen anders gedacht eigentlich. Weil dann kann ich ja hier die Straße auch ein bisschen umbauen. Und baue jetzt, und ich glaube mit dem neuen Mod, den ich habe, das kann man jetzt eigene Kreise endlich mal bauen. So, und das gucke ich mir jetzt mal an, ob das funktioniert. Ob ich das hinkriegen könnte. Ah, ist eh keine Autobahn. Fehler! Kreis ist schon mal nicht. So. Und da können wir dann hier so abbiegen. Mein Müll ist ja hier. Und läuft auch. Also, was soll ich jetzt noch machen? Müllberge, ja, verstehe ich. Aber was soll ich noch machen? Vielleicht. Was natürlich sein kann bei dem. Was ich aber ziemlich dumm finden würde, ist... Nur mal hier so ein Update. Dass dann die Straße nur hier gilt. Das wäre aber ziemlich dumm. Kann ich mir jetzt aber sehr gut vorstellen, dass das das Problem ist. So, dann fahren wir da jetzt mal drumherum. Was nicht mehr geht. Hat natürlich auch irgendwas. Ich finde es so geil, aber es hat was. So.
Oh, hier haben wir noch Stromproblem. Warum haben wir Stromproblem? Die Polizei kriegt keinen Strom. Alter, daneben ist die riesen Allianz Arena. Zapp doch da mal Strom ab. Und hier, jetzt müssen wir uns auch mal leider, auch wenn es vielleicht nervt. Oh, hier haben wir wirklich Probleme, nicht genügend Arbeiter. Hier haben wir jetzt das Problem wieder, zu wenig Ungebildete. Siehst du, muss die Grundschule doch wieder runter abreißen oder was. Und wir müssen uns leider auch um dieses Problem hier kümmern. Wir wollen ja, dass es ein gutes Volk, dass wir ein gutes Volk haben. Ein guter Bürgermeister, nicht genügend Käuferprodukte. Für Produkte. So rum. Und jetzt gucken wir mal. Ware wird eigentlich viel produziert. Und das ist wahrscheinlich auch das Problem. Dass wir zu viel Ware produzieren. Obwohl hier haben wir dasselbe Problem bei Öl. Mhm. Eigentlich heißt das, dass wir mehr Gewerbe bauen müssen. Aber dann, wenn wir das Problem, das ist ja das doofe, komplexe an diesem Spiel, wenn man zu viel Gewerbe baut, kann es sein, dass man eben Warenproblem wieder kriegt, dass es zu wenig Waren gibt. Das ist ein bisschen nicht so stark überdacht, aber wir dürfen jetzt kein, obwohl die, und das ist auch noch eine Sache, was ich im Spiel nicht so geil finde, ist, Industrienachfrage ist da, wir sollen Industrie bauen, aber lächerlicherweise sagen viele Industrien, es gibt keine Kunden mehr für ihre Produkte. Warum gibt es da eine Nachfrage? Versteht ihr, was ich meine? Bin ein bisschen bescheuert. Und die Freiheitsstatue hat einfach keine Lust. Das ist echt ein bisschen doof gemacht, aber okay, Mod eben, ne? So. Ich habe hier was Neues, neuen Mods für Flughafen. Flughafen könnten wir auch bald bauen, wenn wir ein bisschen Geld. Also, freigeschaltet ist jetzt alles. Ich weiß, durch diese Aktivierung, die ich gemacht habe, und vergessen, nee, zu aktivieren, aber ich finde es auch ganz gut. Da können wir auch ein bisschen noch kreativer sein. So, das lasse ich mal ein bisschen laufen noch. Jetzt muss ich mal ein paar Volker, ein bisschen Volk bauen, dass hier mal rackzack hier was getan wird. Und, war ich schon so schlau? Nein, war ich nicht. Hier gibt es nämlich keinen Güterbahnhof. Das müssen wir mal jetzt wieder noch nachholen. Ganz wichtig habe ich jetzt die Erfahrung gemacht. Mega wichtig. So, aber erstmal jetzt machen wir unser Queens weiter. Dann gucken wir mal, was wir noch so Geiles bauen können. So, hier. Und einmal hier. Einmal hier. Ich mache das mal so, dass ich Form beibehalte in Queens. So. Wir verlieren jetzt sogar Leute. Das ist ganz schlecht. Verlieren Leute. Und Gewerbe können wir auch gerne mal bauen. Weil genau das brauchen wir jetzt, dass diese Produkte gekauft werden. Dorf Hockets in New York. Und ich habe das Gefühl, nee, hatte ich hier nichts hingebaut? Da hatte ich nichts hingebaut. Das haben wir jetzt hier. Immer noch das Gewerbeproblem. Können wir mal gucken, ob wir schon irgendwas bauen können. In Medical Center könnten wir mal bauen. Das wollen wir aber nicht. Und ich muss ganz kurz was gucken. Ich hatte irgendwie so ein, ich weiß nicht, unter was das gilt. Neue Bahnhöfe übrigens am Start. Ja genau. Hier so ein riesengeiles Hafencontainer-Set. Das finde ich ziemlich nice. Blöderweise kann ich Hafen nur, oh, die haben auch ein Müllproblem. Eieiei. Nur leider kann ich hier keine, ja, ein bisschen blöd, das da hinzubauen, ne? Was ich natürlich machen könnte, was auch nice wäre, das machen wir jetzt gleich, wenn wir hier mal das Müllproblem gelöst haben. Also, was ich jetzt erstmal mache, ist, ich baue diesen, ach Mist, den kann ich nicht wegbauen, ne? Diesen dort um. Vielleicht kann ich den noch umbauen, kann ich. Sehr schön, freut mich, macht mich glücklich, ja. Und, boah, wir verlieren immer noch Leute. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Baue jetzt hier mal noch so eine Mülldeponie hin. Ich hoffe, dass das hier bald klappt. Und, jetzt wieder auf Hafen. Ich weiß gar nicht, ob das als Hafen gilt. Nee, oder? Nee. Weil den kann ich jetzt hier so hinbauen. Machen wir jetzt einfach mal aus Spaß, dass es zum Hafen passt. Guck mal.
ziemlich geil. Ich glaube, da müssen wir nochmal ein extra Ding bauen. Am Flughafen und so ein Zeug. Also Flughafen macht nicht so viel Sinn. Aber das bauen wir nochmal einfach just for fun. Weil das sieht ziemlich geil aus. So, 100 Leute gehen weg. Jetzt muss ich mal ein bisschen gucken, was ich da mache. Okay, sieht jetzt eigentlich nicht mehr so schön aus, dieses Ding hier. Da muss man was überlegen. Ich lasse es erstmal stehen. Ich muss erstmal... Oh, wir haben ja auch Megastau. Also hier muss ich auch mal gucken, warum können die... Können das auch mal... Ach, ist egal. Wir können den Hafen eigentlich auch jetzt hier rüber bauen, weil wir jetzt hier gebaut haben. Ist eigentlich mal eine Idee, das können wir mal demnächst machen. Ich muss mich jetzt schnell mal darum kümmern, warum ich Leute verliere. Ein Problem haben wir ja schon mal. Megastaus, weil diese ganzen Hafenautos da langfahren. Deswegen mache ich jetzt doch mal Break und baue den Hafen hier rüber, dass sie die Autobahn hier nehmen müssen, diese Straße. Ich hoffe zumindest, dass ich den hier irgendwo hinbauen kann. Weil das ist echt dumm. Das sieht schon scheiße aus, ganz ehrlich. Ist doch behindert. Also wer auch mal diese Hamburger Map gebaut hat, der hat nicht nachgedacht. Scheiße. Einfach alles zu hoch. Ich habe Terraforming, aber das Problem ist, die sind so teuer, die Dinger. Die sind so teuer, dass ich gleich meine ganzen Millionen verloren habe. Das ist so gefährlich. Ich weiß gar nicht, was das jetzt hier ist. Kommen keine Pop-Ups auf, leider. Ah! Das ist ja mal nice. Jetzt kann ich ja gucken, wie das unterm Wasser aussieht. Hat er sich ja keine Mühe gegeben. Sieht ja sehr merkwürdig aus. Ah, wenn das nicht so teuer wäre, ne? Also, es ist richtig teuer. Man verliert da für ein, zwei Klicks irgendwie 300.000 oder so. Dann würde ich das jetzt umbauen, weil dieser Hafen, ne? Das, der muss da weg. Es geht einfach nicht mehr. Scheiße, das ist irgendwie blöd gemacht. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie die Chance kriege. Ist hoch, ist hoch, ist hoch, ist hoch. Das hier sieht nicht mehr so... Doch, sieht auch hoch aus. Kann doch nicht sein, dass das die einzige Stelle ist. So, ich mache jetzt mal kurz was mit euch gemeinsam. Ich speichere das mal ab und versuche das Terraforming und lade dann das neu. Schneide das natürlich dann raus, wenn es laden sollte, weil es lädt extrem lange dank den vielen Mods. Ich save das mal hier vorsichtig ab. Und versuche das mal, weil ich will jetzt nicht mein ganzes Geld ausgeben dafür. Wenn es jetzt nicht so viel kosten sollte, mache ich es. Noch lädt, speichert er, also nicht wundern, er speichert noch. Please, 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 hold the line. Jetzt geht's wieder. Okay. Müssen wir überlegen, was, was ist das Richtige? Das ist natürlich jetzt die Frage. Ich weiß gar nicht, was das hier sein soll. Ehrlich gesagt. Ich traue mich gerade nicht zu drücken, ehrlich gesagt. Weil, das heißt irgendwie, dass es gerade alles werden soll. Das kann man hier gar nicht mehr anwenden. Und das hier heißt irgendwie hoch und runter. Da weiß ich aber auch nicht. Ich glaube, den Brushes kann man hier wieder, wie mit dem Brushes kann man den groß und klein machen. Ich würde jetzt gerade einfach hier dieses Eck hier nehmen, weil es ist schon so tief. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt aber nicht, was das hier ist. Das hier wirkt für mich wie Fluss bauen, aber das hat nie funktioniert. Da habe ich schon mal ausprobiert. Das bedeutet eigentlich eine Erhöhung, oder? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen es ausprobieren. Oh. Oh, und es kostet gar nicht mehr so viel Geld. Aber das war jetzt eine Erhöhung. Ah, habe ich es endlich mal gehandhabt, dass es nicht mehr so viel kostet. Das ist ja mal nice. Aber wie kriege ich es jetzt runter? Ah, da kriegen wir es runter. Okay, ein bisschen Geld kostet schon. Oh. Oh, jetzt hat es mich 100.000 gekostet. Aber vielleicht reicht es schon. Hoffen wir mal. Sonst muss ich gleich nochmal neu laden und nochmal neu versuchen zu bauen. Ja, zu hoch. Mist. Ja, ja. Blöd, blöd. Oh, jetzt habe ich aus dem Budget angedrückt. Das braucht auch schon länger zum Laden. Alter, das kostet mich so viel Kohle. Ist nicht mehr normal. Scheiße. Oh, das hat mich nicht viel Geld gekostet.
Okay, ich teste immer noch ein bisschen zwei, drei Sachen. Ich lade nochmal neu. Ja, jetzt ist Geld eh weg. Das ist ein bisschen blöd gemacht, ehrlich gesagt. Das ist irgendwie... Der berechnet... Hier berechnet er es neu. Und hier ist es... Das darf man gar nicht anklicken. Okay, gut zu wissen. Und der macht hier überhaupt nichts. Wenn man natürlich jetzt das Geld hätte, also ein Terraforming, was ich hätte es geil gefunden, wenn es ein Terraforming gibt, was kein Geld verlangt, dann könnte man ein bisschen Berge bauen. Und das Geilste wäre, man könnte einen Fluss bauen, weil das Wasser läuft dann hier rein. Also jetzt ist es noch quadratisch und ab ein, zwei Minuten realisiert das Spiel das dann und dann läuft das Wasser da rein. Das wäre mal richtig geil, einen Fluss durch die Stadt nochmal bauen zu dürfen. Muss ich vielleicht mal gucken, ob es wirklich vielleicht ein Terraforming gibt, was wirklich kein Geld verlangt. Das wäre mal richtig geil. Also ich teste hier noch zwei, drei Sachen gerade mal. Aber wir müssen das hier nehmen. Das hier nehmen und irgendwie anpassen. So, wir haben jetzt kein Geld mehr, deswegen gehe ich nochmal raus aus der ganzen Sache. Guck auch nochmal, ob es ein Terraforming gibt umsonst und schneid das dann hier in das Video wieder rein. Also, bis gleich. So, jetzt, wie ihr seht, habe ich das schon rübergebaut, weil es, ich muss es nochmal neu machen und ich wollte nicht dauernd rein, raus und es dauert ewig zum Hochladen. Aber jetzt ist es hier drüben, wie ihr seht. Strom, Wasser, alles fehlt noch und da bauen wir jetzt gleich einen Tunnel rein. Das funktioniert richtig gut. Und, jetzt kriegt es erstmal Wasser und ich glaube, die Idee ist so viel, viel, viel besser. Wenn wir jetzt die Autos gleich da lang fahren lassen, ne? So. Also wir kicken mal. Jetzt bauen wir das mal. Das Wasser kann mit Höchstwahrscheinlichkeit, und da sehen wir auch, es fließt so ein bisschen jetzt hier so rein. Das kann natürlich passieren jetzt. Kann uns nicht aber wurscht sein. Wenn ich natürlich ein bisschen mehr Geld hätte und es nicht so viel kosten würde, würde ich natürlich am liebsten hier das alles ein bisschen tiefer bauen und auch noch einen Fluss hier reinbauen lassen. Vielleicht sind wir irgendwann mal so, so mega reich, dass wir das sogar hinkriegen. Wer weiß. So, jetzt versuchen wir das wieder mit dem Tunnel. Ich hoffe, das klappt natürlich wieder alles. So, jetzt ist er hier unten drin. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, wo kommt er da raus, ne? In der Mitte, das wäre natürlich ziemlich geil. So. Dann einfach wieder hoch. Schade, scheint nicht zu funktionieren.